da ihr ja so fleißig Zettel ausgefüllt habt, danke dafür. Wir wollten ja heute Abend ursprünglich ein Musical machen und deswegen haben wir jetzt uns entschieden, als etwas längeres Spiel ein sogenanntes Blind Musical zu machen. Das heißt, wir werden ganz mal auf die Bühne gehen und wenn wir etwas singen wollen, dann schnappen wir uns so einen Zettel. Es kommt jetzt die Demo. Ja. Dann schnappen wir uns so einen Zettel. Dann kommt ja plötzlich Musik, weil wir müssen beginnen mit dem, was auf dem Zettel steht, wenn du singen willst. Und dann kommt nur plötzlich. Das macht mich so heiß. So lüstern. Was wir von euch gerne noch hätten, ist, wir haben nicht die leiseste Ahnung, was jetzt kommt an Story mit unseren Zetteln. Also es wird eine Geschichte, wir werden zwischendurch immer singen, wenn wir einen Zettel haben, aber wir wissen ja noch gar nicht, was für eine Geschichte. Und deswegen wäre es ganz wunderbar, wenn wir einen Titel hätten für unser Blind Musical heute Abend. Wie ist denn der Titel unserer Geschichte? Irgendwas, was zulässt, was möglich macht, ein Titel unserer Geschichte. Was möchtet ihr heute Abend sehen? Fällt euch vielleicht irgendwas ein zum Thema Weihnachten? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wenn der Nikolaus dreimal klingelt. Ach, sehr weihnachtlich, nachdem du es vorgeschlagen hast. Ja, Nikolaus könnte ja auch eine Figur sein. Nikolaus könnte auch eine Figur sein, wenn der Nikolaus dreimal klingelt. Gibt es denn noch ein Gegengebot? Sonst nehmen wir das. Haben wir noch ein Gegengebot an Titel? Wenn der Nikolaus dreimal klingelt. Okay, so heißt unsere Geschichte. Er ist nebenan eingezogen. Groß, gut gebaut, ein wirklich hübscher Kerl. Und naja, er hat zum ersten Mal geklingelt und hat gefragt, ob ich Zucker habe. Kein Thema, habe ich ihm gerne gegeben, überhaupt keine Sache. Ja, ich wusste genau, er trinkt seinen Kaffee mit Zucker. Das war für mich natürlich eine super Voraussetzung, um ihn dann eine Woche später einzuladen. Ja, danach klingelte er dann wieder und meinte, ich kann mich kaputt lachen, jetzt habe ich auch kein Mehl. Dabei wollte ich doch heute einen Kuchen backen. Ich kann mich kaputt lachen, aber ich hab doch kein Mehl. Dabei wollte ich heute backen und er sah dabei so traurig aus, dass ich ihm gleich noch meinen Rührer, meinen Zucker, mein Mädchen auf die Eier gab. Denn ich wusste, er backt Kuchen und vielleicht krieg ich ja doch Ich war in der Nähe und wollte dich
fragen, ob du mit mir mitkommst. Ja? Da gibt es eine super, super geile neue Ausstellung. Und du weißt ja, dass ich versuche, so ein bisschen jetzt endlich als Künstlerin auch, weißt du. Ja. Und das wäre ganz gut, wenn man da so ein bisschen Social Networking machen würde auf der Ausstellung. Und dafür wäre es super, wenn ich eine Wingfrau hätte. Ja, schon klar. Was meinst du? Es ist eigentlich jetzt so die Uhrzeit, wo ich gern daheim bin. Also, wenn du noch eine halbe Stunde warten kannst, wäre toll. Wollen wir mal einen Kaffee trinken? Du könntest weniger Netflix schauen und tatsächlich ein bisschen mehr unters Volk. Gib's doch zu, du willst nur zu Hause bleiben, weil du Netflix schauen willst. Das mit dem Kaffee ist doch nur ein Vorwand, oder nicht? Also eigentlich habe ich die Serie schon längst durchgebinged. Und ja, dann komm doch mit mir zu der Ausstellung. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, ist ja gut, jetzt erkommen halt. Mein Gott! Das ist ein Schnitt in der Wohnung nebenan. Der Wohnung nebenan. Ja. Du bist dann also zu deiner Nachbarin hingegangen und hast gesagt, ich möchte gerne einen Kuchen backen, aber ich habe keine Eier. Nein, ich habe kein Mehl. Die Eier. Zum Glück, überleg doch mal, wer hat es gesagt, ich habe keine. Also ehrlich. Weißt du, wie das geklungen hätte? Ne? Das hätte danach geklungen, nach. Ich könnte vor Wut in die Luft gehen. Hättest du dann auch gleich sagen können. Weil ohne Eier gelingt kein. Ja, ich wollte ja auch gleich rübergehen und ein bisschen was vom Kuchen vorbeibringen und dann. Ach, du hast den Kuchen gebacken? Ja, natürlich habe ich den Kuchen gebacken und dann dachte ich, pass auf, ja. Ich habe mir überlegt, was ich dir sage. Ich sage zu dir. Und wieder treibt er auf seinen Klavier und treibt mich in den Wahnsinn. Ach, ich meine doch nicht, kriege ich sie damit oder kriege ich sie damit nicht? Ja, wenn sie Klavierspieler mag, ich meine, wenn sie Leute mag, die keine Klavierspieler mögen, dann ja. Okay, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ich bringe jetzt schon mal einen Kuchen vorbei. Ich hoffe, dass er da ist. Ja, gut. Schnitt! Hallo? Hier! Christa, komm! Hier. Ich komm! Ja, komm! So!
ein bisschen im Dunkeln Karin. Versteckt, ich weiß, das aber das wäre doch ein Anfang für mich und meine Kunst und Bilder, oder? Karin, ich habe solche Zahlen, das ist ein bisschen weit weg und Karin, möchte sehen, dann denke ich nur. Ich weiß schon gar nicht mehr zurück.
sagen, zwei Züge, dann hast du mich matt. Ach, meinst du? Ich kann eigentlich gleich aufgeben. Oh, das tut mir so leid, Janis. Ich meine, es ist das erste Mal, dass du verlierst. Ja, seit 5 Jahren spielen wir zusammen. Ja, auch das erste Mal, dass du verlierst. Ja. Währenddessen im Café 2 Häuser weiter. Allein mit meinem Kleid.
Sie aus. Bitte. Meine Bilder und ich auch. Meine Seele. Ja. Okay. Wir machen eine Vernissage. Oh, okay. Ist aber strictly professional, oder? Strictly professional. Okay. Schnitt zurück zum anderen Café. Dass er, du weißt, dass das ihr Café ist. Ach, nee. Ach, wusstest du nicht. Achso, Jan ist dein Schwarzer Kerl. Danke. Ah, hallo. Hi. Hi, Anna. Herr Nikolaus. Ja, genau. Ich bin der Herr Nikolaus. Schön. Ja, Weihnachten rum. Ho, ho. Schau, was machst du hier für Gags? Sie glauben gar nicht, was wir alles für Briefe kriegen. Was glaub ich? Die schreiben bestimmt alle, sag mal mit den Stiefeln voll was. Alles. Kaffee? Weil sie sich nicht um mich schämt, ist mir alles egal. Nikolaus, meinen Freund. Ich will nur das Beste für Sie. Dann sorge ich halt dafür. Dass Sie Nikolaus bekommen. So, machst du auch noch was? Nee, du, ich muss weg. Ich hab noch einen Termin. Okay, ehrlich, bleib doch noch. Ja. Total schön. Ja. Total schön. Ich bin schon. Aber es ist nicht dein verfickter Ernst, dass der Typ dein Freund ist. Oh. So. Ich meine, er kann gut Schach spielen. Aber hey, ich hätte nie gedacht, dass jemand wie du mit so viel Niveau und Ansehen, ja, wie soll ich sagen, mit so einem Typ befreundet sein kann. Was war das denn, so Zimmer? Ist noch ein Zimmer? War mein kleines Wohnzimmer, da ist noch ein Stuhl. Guck
das mal schon gut ist, weißt du doch. Ja, schon klar. Ich, so. Ah! So, super zu mir. Bist du gut zu mir. Spaß mit dem Bildschirm. Ich kann nicht Ärger. Geh nach Haus, Nikolaus. Christa? And I know that we'll be alright.
immer. Mit so viel Leidenschaft und mit so viel Herzblut. Was man so auch nicht gesagt hat, du fühlst mir, weil genau das das ist, was die Menschen in mein Café gebracht haben. Aber das ist doch jetzt im Moment nur noch mit Janis an Weihnachten da. Der jetzt auch weiß auch nicht, warum der Janis in meinem Café ist, oder? Der auch nicht mehr kommt, weil ich mir das verschissen habe. Ach, Christa, erstens. Okay, Plan, okay? Erstens. Ja. Du kommst mit mir zu der Galerie, zu dieser Frau Schneider und checkst für mich, wenn ich das nicht rate, ob die okay ist, ob die was von mir will oder ob wirklich meine Bilder. Und dann? Und dann meldest du dich bei mir alles und machst es wieder gut. Und was ist mit dem Typen? Kannst du mich nicht bei mir müssen? Okay, du gehst für mich in die Galerie, ich mach für dich alles. Das ist ein Deal. Okay. In der Nebenwohnung. Also, ich sag dir, ich dachte, die wäre eine Nette und dann kommt die mit so Sachen, die sie mir sagt. Wie diese Sachen? Ja, von wegen, sie dachte, sie, ich hätte mehr Klasse, ich bin echt enttäuscht von ihr. Oh. Echt, also ich zweifle langsam nicht, dass das eine schöne Frau für mich ist. Fresse für eine Nacht oder ich so. Ich liebe dich, mein Hasenfürzchen. Hätte ich gern zu ihr gesagt. Doch sie dachte nur an dich, Nikolaus, bei Tag und Nacht. Ich liebe dich, mein Hasenfürzchen. Ach du Scheiße. Nicht schon wieder in die gleiche Frau? Ja, aber ich kenne sie schon seit 5 Jahren. Okay, du hast sie zuerst gesehen, aber auch dieses Los gewinnt mich, wenn sie will und geht dann nichts. Dieses Los ist eine Miete. Die kannst du einfach wegschmeißen. Ich wollte sie jetzt ihr überlassen, weil sie ja von dir geredet hat. Warte mal, da klopft jemand. Hallo? Hi! Ja? Du musst der Nikolaus sein. Du darfst mir den Brustfeld abgeben. Du musst endlich mal alle Namensänderungen nachdenken. Ja, ich bin der Nikolaus und sonst. Ja, und der Janis wird doch auch hier, oder nicht? Ja, der Janis ist mein Mitbewohner. Ja, und ich will den Janis besuchen, aber ich weiß, dass der Nikolaus ja auch. Kann ich endlich reinkommen oder was? Ja, komm rein. Entschuldigung, ich dachte, ich bin immer schwer. Ja. Hi, Janis. Hi. Schätzchen. Setz dich doch. Nimm Platz. Nee, warte, ich wurde. Also, ich wäre auch nicht stehen geblieben, aber hier, komm. Okay. Mensch, Janis. Willst du dich auch auf mein. Egal. Das ist alles schwer. Willst du was ich bin. Ja. Wasser vielleicht. Was auch ich dir. Janis. Ja. Also, ich bin wegen dir hier und wegen Christa. Wieso wegen mir und Christa? Christa steht auf Nikolaus. Also. Halt mal kurz. So, jetzt. Also, jetzt mal alles sortiert. Okay? Kein Wort mehr. So, jetzt gebt euch mal das
ins Gehirn rein. Das gibt doch zu denken, oder nicht? Hiermit ist mein Job erfüllt. Super, dich kennengelernt zu haben, Nikolaus. Ich bin übrigens die Karin. Hallo Karin. Ja. Ich will mein Glas geben. Natürlich. Ist ja auch meins, ne? Mein Wasser. Okay, tschüss. Schnitt. In die Galerie. Schon wieder nicht. Deswegen, jetzt brauchen wir noch eine neue Hose.
diesen neuen Haarschnitt? Nochmal, dann sehe ich aus wie der typische Musiker. Mit Frack und... Du bist Musiker, auch wenn du auf der Straße Musik machst. Ja. Vielleicht bist du ein anständiger Jobmensch. Ich finde, Straßenmusiker ist ein anständiger Job. Ja, ja, ich weiß, reden wir nicht drüber. Pass auf, ich bezahle das alles mal fix. Ja. So. Könnte ich glücklich sein, so einen Freund zu haben. Doch es lief in meinem Leben so einiges doch schief. Vielleicht bin ich ein Weihnachtswunder brauchen. Hey, ich bin da! Wenn ich nicht so traurig wäre, könnte ich dankbar sein, aber sie will mich ja doch nicht. Pass auf, wir gehen jetzt da hin und wir klingeln dann. Wenn ich nicht so traurig wäre, würde ich auch den Mut fassen. Schnitt! Ins Café. Deine Mutter wollte ich nie haben, das haben mir alle erzählt. Doch ich würde gerne mit dir
Zeit, dass ich, was dich angeht, auch mal Initiative ergreife. Jetzt reicht's. Denn ich finde, da ist schon so lang so viel überfällig. Jetzt reicht's. Jetzt. Ach, scheiß drauf! Ich glaube, wir kommen ungünstig. Oh shit, wie sind da? Komm doch rein. Alles gut. Der Brand ist. Das war das Café, was ich nicht erzählt habe. Ja, das ist ja der Star. Hallo. Wir kennen uns ja auch. Ich bin mal den. Wir wollten nur rasch vorbeikommen, weil wir noch schnell ein Prosecco trinken wollten, bevor es losgeht. Ich bin mal den kaputten Brand mit. Okay. Ich komme mit. Ja! Tut sich auf Frau Schneider. Ja, komm ich. Ja, das ist aber mit den Sektflaschen. Ja, so schön. Wissen Sie, wo der Prosecco ist? Jetzt ist er abgehauen. Ich verstehe jetzt nicht genau, warum. Es gibt ja mittlerweile eine Sache. Ich soll Ihnen den Prosecco noch vorbeibringen. Ah. Oh, super, danke schön. Das ist auch freundlich. Sie kurz. Ja. Was? Ich komme gleich wieder. Ja. Also. Gerade eben war alleine. Ist es aber nicht. Ich gehe mal holen. Oh. Also, was ich eigentlich sagen wollte, Frau Schneider, weil ich. Nein, komm mal. Ja, gucken Sie nicht so, das ist das Name. Ja. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin mir ja befreundet, weißt du doch. Ich wollte. Auch im Prosecco setzt dich doch, ist das okay, wenn er sich zu uns lässt. Also was ich eigentlich sagen wollte, Frau Schneider, war... Akku raus damit! Sie haben heute so starken Mundgeruch. Ich bin so stolz auf dich. Das hast du so super gemacht.
Das ist alles Frau Schneider. Frau Schneider, das haben Sie auch so wirklich so schön gemacht. Hi, Janis! Hi! Ich habe extra eine Rede geschrieben. Okay. Und wenn ich die jetzt kurz vorlesen darf. Ich will nur Alpaka. Denn die Wolle ist so weich. Schon wenn ich Alpaka rede. Ich will nur Alpaka. Die Wolle macht mich leicht an Gefühlen für die Bilder. Assoziationskette. Die Bilder sind weich gezeichnet, vor allem die Menschen und die Gebäude, die Straßen. Deswegen. Wollen wir mal in den Nebenraum gehen und ihren Hitsch ein bisschen stehen lassen? Ja. Ich zeige euch mal hinten auf das andere. Ja, alles kommt hier. Einmal nach hinten, einmal nach hinten. Ja. Tschüss. Wolltest du noch was sagen? Hat dir meine Rede gefallen? Ja, bist du das super. Ich mag auch, dass du Netflix magst. Und mit mir wünschen. Ja, gerne. Wunderschönes Weihnachten haben! Deine Geschenke, das war's von uns. Vom Umtausch ausgeschlossen sein.